Es sind 7000 Höhenmeter und 370 Kilometer. In 6 Tagen geht es über mehrere Pässe, über schöne, aber auch sehr anspruchsvolle Routen. Da muss man sich gut vorbereiten. Genau, es war auch cool, dass wir das in der Gruppe gemacht haben. So hast du auch gesehen, alle leiden, nicht nur ich leide, sondern jeder Einzelne. Jeder Einzelne geht an die Grenzen. Das war mega cool. Es hat sich gelohnt, die 20, 25 mindestens Einheiten, Trainingseinheiten. Und dazu in der Karateschule eben das Vitaltraining und Mentaltraining. Man hat durchgehebt. Und dann ist es nochmal eine Sequenz gegangen und nochmal und nochmal. Und jedes Mal hast du einfach gleich noch, bist du nochmal an die Grenze gegangen und hast gehebt, die Spannung aufgehebt oder den Bauch gestreckt oder nochmal einen Liegestütz gemacht oder nochmal eine Rumpfbeuge. Vereint durch das Velofahren. Das Velo macht uns alle gleich. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen auf dem Velo. Und haben da die Chance, uns mit uns selber und mit den Elementen zu versöhnen. Zweite Mal die Wheels in Motion Tour und sie startet heute hier im Rahmen des Alpenbrevet ganz offiziell quasi ihre Tour. Sie machen heute den Gotthardpass und gehen runter bis auf Piasca. Geniessen also hier einmal rauf, ein bisschen auf der gemütlicheren Seite, wenn man so will, vom Gotthard und hinten noch
Und haben wir dann noch gut? Das sind 2000 Höhenmeter. Wie hast du dich vorbereitet? Ich will ganz am Anfang entdeckt, ich schaffe das schon. Nachher bin ich skeptischer geworden. Bin ich nervös geworden. Auf der Hinfahrt habe ich eher geschissen. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich es schaffe. Zurückschauen auf letztes Jahr, hatten wir auch so eine Monster-Etappe gehabt. Am zweiten Tag. Hier war der grosse Scheidegg und Brünigpass. Das waren 1800 Höhenmeter. Und jetzt mit dem Lukmanier von Biasca her, ja, sind wir doch bei fast 2000 Höhenmeter, die wir gemacht haben. Die Gruppe hat mega gut funktioniert, sind alle wirklich gut raufgekommen und dann alle auch gut ins Ziel gekommen. Zu Biasca, den Lukmania. Uns unterscheidet nichts voneinander. Wir sind alle mit dem Velo unterwegs, wir fahren alle die gleiche Route, wir fahren alle auf Velos und wir schlafen alle im gleichen Hotel. Und von dem her finde ich da einfach eine grosse Symbolik für den ganzen Inklusionsgedanken. Ich habe eine Velotour schon hinter mir und ich denke, dass diese Velotour eine gute Velotour wird und auch in Erinnerung bleibt.